Ich weiß nur, wir haben gestern 5 Minuten zusammen gesprochen und es sind ganz neue Dinge, die hier kommen. Wir waren genauso verwirrt wie ihr über diese ganzen Geschichten. Ich möchte jetzt mal was dazu sagen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie sich mal mit unserer Managerin unterhalten würden und also mit meiner Rechtsanwalt und mit euren Rechtsanwälten. Nein, meine Rechtsanwälte haben... Was hast du mit meinen Rechtsanwälten? Du hast noch nie was von meinen Rechtsanwälten gehört. Vielleicht möchtest du das jetzt. Keine Ahnung, ehrlich. Klingt nach einer deutschen Talkshow oder sowas. Wow. Also nein. Ich werde mich nicht als Mütterin von irgendjemandem hier. Und worüber sprechen wir heute? Ehrlich, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Mordbotschaft bekommen. Ja, und du hier auf der Bühne als Lügner beschimpft wirst. Macht Sinn. Für diese wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel. John? Oh, Schmerz, Herzschmerz. Heftig. Willkommen bei Folge 29 von Ach Johann, einem Podcast von Central Arts, Kunst und Glaube. Darum geht's hier. Wo wir Reality-TV analysieren. Und Leuten beim Streiten zuhören. In der aktuellen Staffel beschäftigen wir uns mit 7 Themen tatsächlich, um die du als Künstler, so unsere Behauptung oder Künstlerin, einfach nicht drumherum kommst. Also unsere Erfahrung zeigt, es gibt 7, genau, exakt 7 Themen. Oder wie ich jetzt als Life-Coach sagen würde, 7 Steps to Massive Success. Okay, also das ist eigentlich unser Versprechen, oder? Der Massive Success. Klar. Das ist unser Versprechen. Eindeutig. 7 Schritte. Ich möchte auch einmal im Leben möchte ich Life-Coach sein. Ich möchte es auch. Du darfst. Das in dieser Staffel. Ja, eine klassische Ratgeber-Staffel hier. Zeig dich, haben wir dich ermutigt, so als Einsteigerschritt letztes Mal, wie du dein Alleinstellungsmerkmal findest. Und heute geht es darum, kein Arschloch zu werden. Okay. Das ist mal eine Ansage. Das ist eine Ansage, wie du deinen Charakter formst. Bereit? Mhm. Ja, hast du es nötig, die Folge? Ich bin beim Wort Arschloch ein bisschen zusammengezuckt, aber jetzt ist wieder alles okay. Ja, ich bin wieder da. Darf man das nicht? Doch, natürlich. Okay. Also nee, man sollte keins sein. Aber Leute drauf ansprechen. Aber, schwieriges Thema. Archiv und Recherche. Wir begrüßen hier in diesem Podcast neu auch unseren Produzenten Daniel Gut. Er ist nicht nur gut, Achtung, er ist der Beste. An dem habe ich Freude. Können wir uns noch, also ziehen wir jetzt das 7 Folgen lang durch? Natürlich. Natürlich. Okay. Also, gut, es zieht sich ja schon durch mein ganzes Leben. Also von das dem ist her. Deine ja. Personenbeschreibung, das aber jetzt das daran ist ein ändern USP. Wir nichts mehr. Ist ein USP, davon hatten wir es ja, in der letzten Folge. Gut. Also bitte lass mal hören, Archiv und Recherche, Fun Facts. Ich möchte noch kurz auf diesen Beef eigentlich eingehen, denn ihr habt in diesem Fall nicht erkannt, was es war. Nee. Es ist dann schon ein bisschen her, 1997, am 21. November gab es eine Pressekonferenz von No Angels. Nicht No Angels, früher. Die hatten sich nicht so aufgelöst, aber eine andere deutsche Girlgroup, wo sehr erfolgreich war, kurze Zeit. Mehr im Rap-Game. Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe. Wahnsinn. Die deutsche Girlgroup Tic-Tac-Toe sollte eigentlich in dieser Pressekonferenz Einigkeit beweisen und irgendwie all den Gerüchten, die hintenrum gehen, irgendwie entgegen irgendwie sprechen, ja, und schrieb aber unfreiwillig Popgeschichte, weil seit dieser Pressekonferenz sind Lee, Ricky und Jesse nie mehr zusammen auf einer Bühne gestanden. Es gab danach noch gescheiterte Comeback-Versuche von 2 von 3 oder irgendwelche Aktionen. Aber das war wahrscheinlich so der momentane Schlusspunkt dieser Girlgroup. Dieser Quatsch kann man sich noch, wer noch mehr da reintauchen will, kann selber googeln. Ich glaube, für Quatsch und Tratsch sind wir nicht zuständig. Aber das Snippet ist nach wie vor sehr emotional aufgeladen. Ja, absolut. Und da passt damit natürlich hervorragend zu unserem Thema. Zum Thema Charakter, wie wir gute Menschen werden oder sind und im besten Fall nicht bei so einer Pressekonferenz landen. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht, Joni. Ich hänge jetzt einfach an Tic-Tac-Toe-Songs. Danke, Dani, dafür. Ohrwürmer, die jetzt die du nicht wir mehr los. Wir haben in dieser Staffel keine Playlists mehr. Sollten wir das noch ändern? Nee. Noch? Aber wir haben auf jeden Fall Zitate, ne?
Also du darfst jetzt auch deine Melodie loswerden zu Tic-Tac-Toe, wenn du nicht gut. anders kannst. Nee. Als jetzt, Aber es würde auch in diese Folge passen. Gut. Er kann es noch unterdrücken. Ich bin doch kein Arschloch. Okay, du ziehst dir so ein Zettelchen, liest, was draufsteht. Das ist ein wilder Mix aus echten Zitaten von Leuten, die schon was zu sagen haben, aber auch drunter gemischt irgendwelche Pinterest-Kalendersprüche oder so Sprichworte. Darf ich? Ja. Okay. Ich habe, Charakter ist, wie du Menschen behandelst, von denen du nichts zu erwarten hast. Pinterest. Lass ich mal so stehen. Ich mache weiter. Es gibt zwei Arten von Menschen. Solche, die Bananenschalen auf den Boden werfen und solche, die sie aufheben. Ich finde den gut. Der ist bestimmt auch von Pinterest, aber... Bestätigt der deine Erfahrung? Was machen wir mit den Zetteln? Keine Ahnung. Wegwerfen. Wegwerfgesellschaft. Okay. Der hat schon was. Ein bisschen schubladisierend, aber ja... wenn man die Menschen in zwei Kategorien einteilen müsste. Ah, stimmt. Okay. Meinst du, das Spektrum ist größer? Ja, im besten Fall ja. Wer einen Charakter hat, braucht keine Prinzipien. Julius Wagner, Jaurek, er war Psychiater. Oder ist. Gefällt dir oder nicht? Gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich frage mich jetzt, ob ich mir Gedanken machen muss, weil ich ganz viele Prinzipien habe. Das ist eine du bist so ein Prinzipientyp. Ja. Was sagt das über deinen Charakter aus? Ich habe sehr wenig Prinzipien. Nein, ja, okay. Doch, der gefällt mir sehr gut eigentlich. Also man muss nicht bei den kleinteiligen Dingen bleiben. Wenn der Grundcharakter eigentlich stimmt, dann kommt das schon gut mit einem Menschen. Also es gefällt mir recht gut, da muss ich sagen. Das wäre ja auch sowohl als auch möglich. Man könnte auch einen starken, guten Charakter haben. Was erwartest du in so einem Satz? Oder? Also. Prinzipien. Charakter ist das, was vom Menschen übrig bleibt, wenn es ungemütlich wird. Bestätigt auf jeden Fall die Realität, würde ich sagen. Oder? Mhm. Du warst schon bei deinem Satz, oder? Mhm. Nee. Nee? Dass man... doch in Situationen, wo es halt hart auf hart kommt, wo es ungemütlich wird, wie auch immer, Drucksituation, Müdigkeit oder sonst was, man dann plötzlich Seiten von Menschen kennenlernt, die man so noch nicht gesehen hat, wenn es immer gemütlich ist. Würde ich schon sagen, bestätigt die Realität, aber ist jetzt nicht Rocket Science. Ich freue mich, dass ich Buber erwischt habe. Buber ist natürlich besser als alles, was Pinterest jemals zustande bringt. Sag was zu ihm. Wir brauchen eine Qualität von Menschen. Ja, was immer Buber sagt, stimmt einfach. Ist einfach gut, oder? Sag was zu ihm. Wer ist er für die ihn nicht kennen? Großer Pädagoge, Theologe, ist so, würde ich sagen, jüdischer. Denker auch, ja, Denker. Intellektueller. Der vor allem auch den, ich glaube, er hat so ziemlich den jüdischen Humanismus auch geprägt. Spricht mich sehr an, auf jeden Fall. Bei ihm hat vieles mit Begegnung, zwischenmenschlicher Begegnung zu tun. Also, aber auch Begegnung mit Gott, Begegnung mit dem Gegenüber, sehr dialogisch, was der Buber immer wieder raushaut. Und deshalb, ja. Und was schon spannend ist, das hat er ja im Zusammenhang mit irgendwas gesagt, was wir heute nicht mehr so in der Gesellschaft drin haben. Und trotzdem ist diese Notwendigkeit von qualitativen Menschen ja heute noch brandaktuell, finde ich. Oder? Absolut. Also obwohl unsere Kontexte sich total geändert haben, ist sein Ruf nach eine Qualität von Menschen heute genauso. Absolut, das spricht mir natürlich, ich bin ein Höchstleister. Ich liebe es, wenn die Dinge wirklich exzellent sind und wenn wir das Exzellente aus Menschen, wenn das zum Vorschein kommt, spricht mich das natürlich immer an. Höchstleister, Jonathan. Ja, nee, natürlich kann man auch auf Menschen übertragen. Ich habe ein Sprichwort, was wir alle kennen, Wasser predigen und Wein trinken.
Ist von Pinterest, oder? der Charakter verhält sich zum Schönen wie das Skelett zum lebendigen Menschen. Was? Nochmal? Der Charakter verhält sich zum Schönen wie das Skelett zum lebendigen Menschen. Ja, darüber muss man ein bisschen nachdenken, oder? Man braucht... Hat's was oder nicht? Ja, doch. Oder? Wer hat's gesagt? Goethe. Ach so, okay. Ja. Außenrum ist es schön, aber es muss ja was innen drin zusammenhalten. Also es geht hier um das Rückgrat, Backbone. So interpretiere ich das. Ja. Der hat recht, der gute Mensch. Würde ich ihm zustimmen, was halt nur schöne Fassade ist, egal ob bei Kunst oder Menschen oder bei sonst irgendwas, fällt irgendwann in sich zusammen. Das zumindest ist meine Hoffnung. Dass irgendwann sich die Spreu vom Weizen dass immer dort, wo Menschen schummeln oder was vorgaukeln, dass das dass das zum Vorschein kommt irgendwann. Aber das Leben lehrt nicht was anderes. Die Hoffnung der Guten. Man kann einfach, heute kann man faken, wie man will, und alle finden es toll, super. Oh, Integrität, auch ein wichtiges Wort von heute. Mach das Richtige, auch wenn niemand sie wahrnimmt. Ich habe noch was. Außen hui, innen pfui. Stammt von Goethe. Das ist eigentlich dasselbe, oder? Skelett und schönes. Ja, so. Das stimmt. Aber ich merke schon, worauf du hinaus willst. Es geht um Charakter. Charakter, oder? Charakter. Ja. Charakterbildung. Darum geht's heute. Sei kein Arschloch. Entschuldigung. Du willst es einfach noch dreimal mehr sagen, oder? Nee, alle 5 Minuten darfst du sagen. Okay, ich beginne mal. Ich beginne mal mit einem pädagogischen Ansatz. Also, wenn wir ja schon sagen, sei das nicht das A, dann wäre es ja vielleicht mal hilfreich, sich ein paar A's anzuschauen, damit man davon ausgehen kann, wie man nicht sein sollte. Also die Negativbeispiele zuerst. Wir beginnen bei den Negativbeispielen. Genau. Also mir kommen jetzt einfach, das ist random jetzt gepickt, aber es sind eigentlich einfach, ein Arschloch aus meiner Sicht ist eigentlich jemand, wo eine Dissonanz eigentlich besteht zwischen Reden und Handeln. Also ganz grundsätzlich. Ja. Ja. Wenn wir schon von Charakter sprechen. Also da würde mir zum Beispiel, sorry Till, der Til Schweiger mal in den Sinn kommen. Also ich finde es schon krass, oder? Ist bekannt dafür, Familienfilme, viel Weichzeichner, happy, tralala. Und dann merkt man eigentlich, okay, der Charakter dieses Typs hat ein Alkoholproblem gehabt, hat eins, keine Ahnung, hat irgendwann dann auch darüber sprechen müssen. Mhm. Hatte krasses Gewaltproblem am Set und so, schlechte Arbeitsbedingungen. Mhm. Also irgendwie, aus meiner Sicht irgendwie nicht, da stimmt was nicht, da ist nicht kongruent. Dann, wir sind ausgleichend, Lizzo, fand ich eine ganz spannende Geschichte. Also Lizzo, eine Künstlerin aus den USA, die sich insbesondere für LGBTQ+, Community eingesetzt hat, eigentlich wirklich nebst ihrer Musik dafür eingestanden ist, dass es um Gleichheit geht. Und ausgerechnet bei ihr kommt dann eigentlich zutage, die hat eigentlich sichtbare Arschloch-Tendenzen, also auch schwieriges Umfeld, hochsexualisiertes Umfeld. Also eigentlich eine Botschaft wäre gewesen, ja, lass doch die Leute einfach so, wie sie sind, wie sie sich fühlen. Bei ihr herrschte aber eigentlich rund um ihre Produktion eine gewisse Übersexualisierung, eigentlich ein Druck, gewisse Dinge machen zu müssen, die Menschen nicht machen wollten. Einfach ein Arbeitsumfeld, was nicht dem entspricht, was sie eigentlich predigt. Also eben. Das Wasserwein-Ding. Das Wasserwein-Ding. Kanye West. Finde ich auch. Finde ich so spannend, oder? Man blendet ein paar Jahre zurück, dann ist er irgendwie der Geläuterte, der Messias, bedient sich eines wahnsinnig krass religiösen Symbolik, schlachtet es komplett aus, und ein paar Jahre später abgrundtiefe antisemitische Äußerungen. Wilder Charakter. Also eben, man muss da nicht jetzt viel von Psychologie
verstehen, um zu merken, krass, irgendwie, das sind schon ein bisschen charakterliche Issues, die da sind. Die ganze MeToo-Sache natürlich, wobei da bin ich ein bisschen vorsichtig, also hat auf jeden Fall mit Charakter-Issues zu tun bei ganz vielen, aber ist natürlich im Großen und Ganzen eine systematische Geschichte. Also da ist auch das ganze System nicht gut gewesen, wo ein Machtgefälle geherrscht hat in der ganzen, unter anderem Unterhaltungsindustrie rund um Hollywood. Davon soll man jetzt nicht auf Charakterschwächen einzelner Personen. Genau, wenn ich ein bisschen krass oder wenn ich ein bisschen problematisch, wenn wir einfach sagen würden, ja, wenn jetzt, also da haben Leute mit schlechtem Charakter auf jeden Fall ganz, ganz fiese Dinge gemacht, aber man muss darüber hinaus, das möchte ich sagen, auch irgendwie das ganze System dahinter kritisieren. Da hat es nicht nur mit Charakterschwächen zu tun, sondern mit einer offensichtlichen Schwäche eines Systems, was Menschen unterdrückt. Ja. Ich habe einen Typen gefunden, oder hast du noch mehr Negativbeispiele? Also, ja, es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie diese Leute schlecht zu machen und herauszustreichen, so seid nicht so wie die. Aber ich finde es einfach interessant, es zeigt so ein Prinzip, gerade auch bei Kreativen, bei Kunstschaffenden, die in der Öffentlichkeit stehen. Also wenn du das eben, wofür du stehst, selber nicht einhältst, dann entsteht diese Dissonanz. Und das ist für mich eigentlich so, dann riecht es für mich so ein bisschen nach arschlöchiger Natur. Und wahrscheinlich haben wir das alle ein Stück weit, ne? Also natürlich. Wenn wir ja gerade von Charakterschule aussprechen, dann gehe ich davon aus, dass wir Dinge lernen müssen, um nicht Arschlöcher zu sein. Oder zu werden. Genau. Und einfach sind halt einfach konkrete Geschichten, wo ich ein bisschen finde, da kann man ablesen, wie man so auf die Arschlochschiene kommen kann. Es ist natürlich auch nichts Neues. Also man muss nicht nur in die aktuellen Gegebenheiten blicken, sondern die Retro-Perspektive, der Blick zurück, bestätigt das natürlich genauso. Ich habe einen Typ gefunden, Manfred Schobol heißt der, der hat ein Buch geschrieben, ich bin am Titel hängen geblieben, natürlich, wie kann es anders sein, das heißt Genie und Arschloch. Er ist der Frage nachgegangen, warum sind eigentlich all diese Typen, Picasso, Bertolt Brecht, Hemingway, Kandinsky, Wagner und wie sie alle heißen, also die Großen der Kunstgeschichte, warum waren die eigentlich alle schwierige Menschen? Gibt es da einen Zusammenhang? Also er hat das ganze Licht- und Schattenspiel, das ja auch oft diese Genies und kreativen Köpfe irgendwie umgibt, dem ist er nachgegangen, eher auf eine wissenschaftliche Art und Weise. Was ich spannend finde, Zeitzeugen von Picasso hat er die Enkelin befragt, die hat gesagt, haben schöpferische Menschen, also zu Recht hat sie sich gefragt, haben schöpferische Menschen das Recht, all diejenigen, die ihnen nahestehen, zu vernichten und in die Verzweiflung zu treiben? Also da spricht eine Frau aus eigener Erfahrung, Picasso, der jetzt bekannt wurde oder war dafür, dass er wirklich Frauen... Also das ist dann nicht einfach so ein bisschen eine Charakterschwäche, oder? Sondern da geht es wirklich um Ausbeutung, materielle, sexuelle oder mentale Ausbeutung von Frauen, die er einfach verzweckte und brauchte für sein Schaffen. Und sie kommt natürlich klar zur Antwort, nein, auch ein Genie, auch ein Kreativer die Erlaubnis. Sie endet versöhnlich. Sie sagt dann, ich kenne ja meinen Großvater und ich weiß, dass er nur die Kunst hatte. Also er konnte sich nicht anders mitteilen, nicht anders äußern oder umgehen mit Menschen um sich herum, als auf diese Art und Weise. Das erklärt, aber das rechtfertigt nicht. So würde ich das vielleicht ausdrücken. Ich habe mich dann schon gefragt, also gute Künstler müssen nicht immer Arschlöcher sein, oder? Hoffentlich nicht. Aber gute Künstler sind manchmal Arschlöcher. An dieser Hoffnung würde ich mich auch gerne noch ein bisschen festhalten. Es ist ja beides, oder? Also da gibt es natürlich, wie in allen Sparten, die guten und die üblen Menschen. Umgekehrt, das ist mir aber noch wichtig, oder? Auch gute Menschen, daran wollen wir ja festhalten, können gute Künstler sein. Also den Umkehrschluss zu machen und zu sagen, okay, einem wirklichen Genie muss irgendwie was Zwiespältiges, was
Dunkles anhaften, von der Person her, mhm. vom Charakter her, damit das wirklich spannend wird, da will ich mich irgendwie weigern, das einfach weiterzuführen, dieses Klischee. Ja, hänge ich mich an, finde ich gut. Und eigentlich eine Fahne hochzuhalten für Charakter. Charakter. Und gutes Menschentum, oder? der Ott, ich liebe ihn. Vieles, was er geschrieben hat, wir haben ihn kennengelernt erst letzten Herbst. Bernhard Ott, Theologe. Er hat das gesagt und das würde ich mal abspielen. Was muss geschehen, damit es mit der Welt wieder stimmt? Es muss mit dem Menschen wieder stimmen. Es gefällt mir. Ja. Es gefällt mir, weil er eben bei den Menschen ansetzt, bei den Möglichkeiten, bei der Charakterentwicklung, finde ich wahnsinnig spannendes Thema. Einfach ganz, ganz kurz, bevor du dann weiterfräst, ist noch wichtig zur Begriffsklärung vielleicht, die Unterscheidung, wenn wir von Charakter sprechen, jetzt hier, meinen wir nicht Persönlichkeitstypen, also nicht, ja. es geht eigentlich nicht, du bist von der Persönlichkeit, es geht nicht um Charakteristiken, so oder so, ne? Oder so, ja. Genau, nicht du bist so ein Charakter oder so ein Charakter, ja. Sondern Charakter im Sinn, Ott hat auch drüber gesprochen, diese Definition hat mir noch gefallen von ihm, Charakter ist ein Blumenstrauß, so stellt er sich das vor, aus verschiedenen Tugenden. Oder eben Untugenden. Also es meint nicht den Persönlichkeitstyp, den du halt einfach bist, irgendwie vom Anfang bis zum Ende deines Lebens, sondern ist eben eine Sammlung an Tugenden oder Untugenden, die man sich auch zulegen kann. Mhm. Eben da ist ja eine Entwicklung möglich. Deshalb spricht man ja auch von Charakterentwicklung. Was ich spannend fand, es sind nicht die Dinge, also in der Unterscheidung zu Werten oder Prinzipien, es sind nicht die Dinge, die du theoretisch wichtig findest oder für die du so auf dem Papier ja. in der Theorie einstehen willst dafür, die dir wichtig sind oder die du dir irgendwie auf die Fahne schreiben willst, sondern wenn wir von Charakter sprechen oder Tugenden, meint man ja wirklich Wesenszüge oder Dinge, die du verinnerlicht hast. Da wären wir eigentlich bei diesem Satz vom Anfang, oder? Also wirklich genau. Das, was rauskommt, wenn du mal in einer schwierigen Situation drin bist, wenn es hart auf hart kommt. Exakt, genau. Ja. Deshalb spricht man genau davon. Und das erfahren wir ja auch in der Realität oder bei uns selbst. Also wenn es brenzlig wird oder wenn wir irgendwie unter Druck stehen, oder dann kommt es zum Vorschein. Schauen wir uns doch mal so ein bisschen diese positiven Dinge an. Machen ja. da mal den Fächer auf. Voll, ich habe da ein bisschen geguckt, also eben du hast diesen Blumenstrauß angesprochen. Was hätten wir denn da? Also ich habe, wir lesen ja beide in der Schweiz den Tagesanzeiger, da gab es dieses Jahresgespräch mit Barbara Bleisch, mein kleiner Philosophie-Crush. Er bekennt sich dazu. Ja, natürlich. Ja, ich kann das bestätigen. Ich finde die toll und die hat gesagt, ich würde gern freundlicher durch die Welt gehen. Ich möchte manchmal heiterer, geduldiger und demütiger sein. Also es ist einfach, es ist eine persönliche Meinung von ihr, aber ich finde, das wären so, also wenn man sich fragt, was macht denn einen guten Charakter aus? Es ist ja immer gut, gescheiten Leuten zuzuhören. Also weshalb hat sie das gesagt? Wir sind eben mit hohem Tempo sehr, sehr angestrengt und aggressiv unterwegs. Man kann sich einfach überlegen, was wäre das Gegenteil? Ne? Also sie sagt da freundlicher, geduldiger, demütiger. Dann gibt es natürlich, viel weiter jetzt zurückgeguckt, die griechische Tugendlehre. Da kommt sie übrigens auch her als Philosophin. Ich glaube, da ging es sogar drum in diesem Interview. Ja. Und da war eigentlich die grundsätzliche Frage, wie man, was braucht es für Rüstzeug, um ein Held zu sein? Das haben sich die Griechen gefragt. Aristoteles hat da drei Schritte aufgeschrieben. Du musst dir ein Ziel setzen. Zweitens, du musst die Tugenden definieren, die dich an dieses Ziel bringen. Und dann musst du trainieren, dann musst du üben. Also das war so sein Drei-Punkte-Plan. Übrigens, das fand ich spannend, auch um auf Bernhard Ott zurückzukommen, der skizziert das ja eigentlich dann fürs Neue Testament. Also das, was die Griechen in ihrer Tugendlehre aufschreiben, kann man auch im Neuen Testament nachvollziehen. Auch da geht es eigentlich unterm Strich darum, wie wir ein gutes, da sagen wir vielleicht ein gottgefälliges, aber sagen wir einfach mal ein gutes Leben gestalten können. Und da wären dann die Tugenden, die Aristoteles sagt, okay, Tugenden definieren, das wären dann die Früchte des Geistes, also Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut zum Beispiel. Ne? Und dann braucht es Training.
einen schönen Unterschied, finde ich, dass es in diesem Training nicht nur auf uns selber ankommt. Also wenn wir der christlichen Lehre irgendwie folgen, dann merkt man ja schnell, ach, es geht dann beim Punkt 3 gar nicht so sehr darum, dass wir einfach aus uns heraus jetzt alles irgendwie hinbekommen und trainieren, bis wir das auf dem Kasten haben, sondern da ist ja eigentlich der Heilige Geist, der uns hilft. Mhm. Der transformiert uns. Also wir könnten uns eigentlich auch einfach Gott oder dem Heiligen Geist hinhalten, der würde uns unterstützen in dieser Charakterschule. Das finde ich jetzt eine schöne Unterscheidung noch zu dieser griechischen Tugendlehre. Sehr schöner, entlastender Punkt ja auch. Ja. Und verhindert irgendwie auch, dass so der Leistungsgedanke sich durch die Hintertür reinschleicht, oder? Absolut. Wenn ich nur beim Aristoteles und beim Training bin, habe ich ja wieder diesen Stress, oder dass ich jetzt auch noch ein guter Mensch werde und das trainiere jeden Tag. Dann Rabbi Jesus, ist natürlich auch immer gut, bei dem nachzugucken, was er gesagt hat über Charakter. Also wenn man seine Seligpreisungen anguckt, dann braucht es für ein gutes Leben Leute, die sanftmütig sind, demütig. Geistig arm übrigens heißt eigentlich eher demütig. Geistig arm heißt, man ist sich bewusst, dass man nicht selber die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Das hat was mit Demut zu tun. Und für mich was ganz Wichtiges, diejenigen, die Gerechtigkeit suchen, die Frieden stiften. Also das sind die ganz großen Themen. Wenn man sich den mal annimmt, da schon nur ein bisschen jetzt aus eigener Kraft oder mit Hilfe des Heiligen Geistes versucht, mal sich daran zu üben. Eine schöne Charakterschule, ne? Eine schöne Sammlung. Ich habe in einem Psalm noch eine gute Aufzählung gefunden. Die ist zwar lang, aber wir hören sie uns einfach mal an. Und ich übersetze dann oder versuche zu übersetzen, was das auf heute heißen könnte. Jeder, der aufrichtig seinen Weg geht, der Gerechtigkeit übt und von ganzem Herzen die Wahrheit sagt, der nicht andere verleumdet, der seinen Mitmenschen kein Unrecht tut und sie nicht in Verruf bringt, er wird den verachten, den Gott verworfen hat. Doch er wird alle ehren, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben. Er hält sich treu an jeden Eid, den er geschworen hat, selbst wenn er dadurch einen Nachteil befürchten muss. Er leiht sein Geld nicht gegen Wucherzinsen aus und lässt sich nicht mit Geschenken bestechen, Unschuldige anzuklagen. Wer so handelt, wird nie zu Fall kommen. Psalm 15, was ich vergessen habe zu sagen, natürlich die Einstiegsfrage ist ja spannend. Da fragt David Gott, wer wird eigentlich in deinem Zelt wohnen dürfen? Mhm. Also symbolisch für, wie ist ein Mensch beschaffen, der dir gefällt? Und dann kommt diese Aufzählung. Das fand ich eben spannend, weil das deckt ja eigentlich den Katalog, den wir jetzt vorher auch schon gehört haben. Also Schlagworte wie, wer ehrlich ist, irgendwie wahrhaftig, also eben kongruent, was ich sage, was ich tue. Gradlinig, gewaltfrei, mutig, die eigenen Versprechen einhalten, korruptionsfrei, standhaft, also Rückgrat. All diese Dinge finde ich eigentlich auch in dieser biblischen Sprache wieder, wenn ich sie übersetze in meine heutige Sprache. Schlüsselfrage finde ich schon, wie passiert das denn? Also hast du einen Gedanke zur Transformation? Du hast das vorher angedeutet, entlastend, dass ja die christliche Perspektive von der Transformation ausgeht, also dass wir nicht einfach durch Training, sondern eben da ist noch der Heilige Geist, da ist dieses Versprechen, dass wir entwickelt werden, wenn wir uns hinhalten. Ich finde schon. Wie kann das funktionieren? Also ich wünsche mir und hoffe irgendwie, dass es eben nicht nur durch eigene Leistung ist. Mhm. Also und finde das eigentlich so als Kontrapunkt zu dem, was wir heute in der Gesellschaft sehen, schon sehr schön. Weil eben mir kommt bloß schon was sehr, Selbstoptimierung. Wahnsinnig krass, was heute alles selbst optimiert wird. Und man kann alles selber und ich weiß es selber und ich habe dieses Buch gelesen. Und die Leute wissen ja alles und sie können ja alles und sie haben sich selbst beigebracht. Am Abend im Keller, in der Zeit, wo alle anderen geschlafen haben, hat man noch extra Runden gedreht und sich optimiert und so. Ich meine, ich finde es schon alleine nur aus diesem Grund irgendwie einfach wunderschön, wenn wir auch sagen können, ja, und trotzdem, für diese Transformation sind wir nicht ausschließlich alleine verantwortlich. Es ist nämlich auch schon noch, die Charakterschule ist eine schwierige Schule. Man soll daran üben, man soll sich auch selber, ich glaube, es hat was mit, da wäre ich eben wieder der Prinzipientyp, es hat was mit Entscheidungen zu tun, das möchte ich, das nicht, dafür stehe ich, dafür nicht. Aber
auf dem Weg dann, um es zu verinnerlichen, sollte man nicht verbissen werden. Ja. Oder besserwisserisch, weil das ist ja dann auch fürs ganze Umfeld wieder wahnsinnig anstrengend. Also da finde ich persönlich, einfach nur für mich gesprochen, ist die Option der Heilige Geist, der mich formt, der mir hilft in diesem Bestreben. Das finde ich was Schönes. Mhm. Nochmals ein Blick ins Neue Testament. Also die Leute da, also Paulus ist diesbezüglich übrigens nicht so optimistisch. Also der sagt, der hatte das... Zitat stammt von ihm, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also das kommt uns ja auch bekannt vor, das kennen wir alle, denke ich. Genau, aber der ist sich sehr wohl bewusst eben, dass er vielleicht noch Hilfe von außen braucht. Und weshalb ich mich vorhin eben so gefreut habe, den Buber zu ziehen. Der hat einen guten Ansatz. Ja, ich habe noch eins von ihm. Da, wo das Geschöpf dem Schöpfer begegnet, von da aus kann der Mensch transformiert werden. Der Ansatz wird eigentlich in der Begegnung liegen, oder? Mhm. Das hast du schon ganz zu Beginn angedeutet. Ja, glaube ich schon. Begegnung mit Gott und dann auch Begegnung mit anderen Menschen. Vielleicht kann man ja auch von denen, von guten Menschen auch noch was lernen. Hoffentlich. Hoffentlich. Und weil ein bisschen Leben. Gott steckt da auch ja immer drin in uns. Ja. Okay, also wenn wir nochmal ganz konkret werden, wenn wir jetzt mit guten Beispielen abschließen, weil die Frage an ich hätte noch ein paar mich, ich hätte noch ein paar negative. Ich hätte, nee. Bitte nicht. Wenn wir jetzt uns die Frage stellen würden, welche... Wo um uns herum, also bei Menschen, die uns wirklich mal begegnet sind, ohne jetzt Namen zu nennen, aber in all unseren Erfahrungen, wo klingt halt so Menschlichkeit an? Also was sind nice Menschen? Wo sind Eigenschaften, eben Tugenden, Charaktereigenschaften, wo einem echt warm wird ums Herz? Wo man nachher findet, das ist ja so ein Ausspruch, das sagen wir ja auch oft, das ist jetzt eine gute, ein guter, oder was meint man damit? Also was sind das konkret für Dinge, die einem begegnen durch Menschen um einen rum? Das haben wir uns gefragt. Machen wir so ein Ping-Pong, legen mal los. Ja, was ein ganz kleiner Gedanken noch dazu. Ich vermute mal, dass diese guten Menschen, die schaffen es halt oft nicht in die Zeitung, ne? Weil dort eher so die Schlechten und die Skandalträchtigen auftauchen, aber die Guten... Das sind vielleicht auch diejenigen, die gar nicht so auffallen. Vielleicht ein bisschen das los. Aber das stimmt, deshalb muss man ja ins eigene Leben schauen oft und nicht in die Zeitung oder in die Headlines genau, von irgendwelchen. Aber darauf kommt es wirklich an. Ja. Ja. Was ich, die Frage steht im Raum, was ich charakterlich gute Menschen finde. Okay. Sowas, etwas. Ich feiere Leute, die bedingungslos Ja sagen zu Dingen und sich nicht ständig Optionen offen halten. Guter Punkt. Bei mir kam als erstes, ich bin immer fasziniert von Leuten, die so eine Beharrlichkeit, eine Ausdauer an den Tag legen, auch wenn das Echo, sprich der Applaus, relativ klein ist oder gering. Mhm. Leute, die einfach unbeirrbar dranbleiben an ihrem Ding. Stark, ja. Zweitens vielleicht noch Menschen, das Wort ist jetzt auch ein paar Mal gefallen, Demut, die irgendwie ausstrahlen, dass sie sich bewusst sind, dass sie eine Fußnote sind im Ganzen gesehen und nicht eine Headline, wenn man mal rauszoomt und so eine Universumsperspektive und Kosmosperspektive einnimmt. Voll. Tut das sicher gut. Super. Ich feiere Leute, die da sind im Moment, die präsent sind, die zum Beispiel nicht ständig auf Uhren gucken müssen. Nicht so wie wir, wenn wir einen Podcast produzieren. Genau, das feiere ich absolut. Ja. Wow, okay. Und ich mag Menschen, die bedingungslos sich mit anderen mitfreuen können und die feiern. Keine Neider. Ja. Ja, sehr gute Charaktereigenschaft, die fehlt mir manchmal. Ich hatte noch Leute, die sich für was anderes einsetzen als für sich selbst. Also irgendwie fähig sein, sich für irgendwas, eine Ungerechtigkeit, die außerhalb meiner direkten Erfahrung liegt, irgendwie einzusetzen. Das
Da wird mir meist auch warm ums Herz. Schön. Wären gute Ansätze, wären super Entwicklungspunkte oder Ziele, wo man sich auch hin entwickeln könnte oder sich hin transformieren lassen könnte. Absolut. Ja, gut. Und ich würde sagen, das ist, und es ist ein Punkt, um den kommst du nicht rum. Also, wenn du jetzt, wir kommen ja zurück zu unserem Thema, The Big Seven, die sieben, die dich garantiert zum Erfolg führen, du kannst auch als Arschloch natürlich erfolgreich sein. Vielleicht sogar was leichter. Was Negativbeispiele beweisen. Aber es, also du kommst nicht drum herum, dich mit deinem Charakter zu beschäftigen. Ja, und irgendwann kommt es an die Oberfläche. Das ist ja auch klar. Das hoffen wir zumindest. Wir wünschen uns mehr gute Menschen und weniger Arschlöcher ganz oben. Sehr gut. Das war's für heute. Vielleicht noch ein Teaser. Nächste Folge, also nach Zeig dich und werd einfach kein Arschloch, werden wir uns dem eigentlichen Kunstkuchen, also dem Business ein bisschen widmen, weil das muss man kennen, um erfolgreich zu sein. Und wir sagen dir, wie es geht. Wir haben einen Plan. So, wir sehen uns. So viel Bescheidenheit muss sein für die nächste Folge. Tschüss. Tschüss.